Um mit dem Echelon von Level 10 auf Level 11 zu leveln, müssen wir 40 Gegner auf Golem Island töten, 12 Gegner am antiken Hafen auf Golem Island töten, ohne entdeckt zu werden, und 3 Gegner mit einer Handfeuerwaffe töten, während wir aus der Hüfte feuern. Ja, erinnerst du dich noch an das Ende der letzten Folge, als ich mich so gefreut habe, dass ich endlich mit dem richtigen Account, beziehungsweise mit dem richtigen Speicherstand spielen kann? Ja, habe ich getan, habe 3 Folgen aufgenommen, habe vorher das Mikrofon ein bisschen umgestellt und habe dabei vergessen, das Noise Gate mit umzustellen, und dann kam da halt nur abgehackte Scheiße an, und deshalb muss ich die oder darf ich die 3 Folgen nochmal neu aufnehmen, aber jetzt auch nicht mit dem ganz neuen Account, mit dem ganz neuen Speicherstand, mit dem wir die letzte Folge noch gespielt hatten, sondern immerhin mit dem, mit meinem zweiten Speicherstand. Der ist schon ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem... Habe ich mit dem die Tarnung? Nein, habe ich nicht. Na toll. Es war so einfach mit meinem Hauptspeicherstand mit der Tarnung. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Wo gehen wir denn an Land? Ja, so. Ich weiß, dass hier noch ein paar Wolfs rum patrouillieren. Die Mischung aus patrouillieren und spazieren. Die Waffe hier übrigens, die ACR. Das sieht man halt echt kaum. Schalter auf Nachtsicht. Damit geht's. Perfekt für Nebel. Feuer auf mein Kommando. Oh, hier ist ja sogar, das hat noch komplett deaktiviert. Beim Hauptspeicherstand habe ich das ja mittlerweile ein bisschen geändert. Aber okay, eine kleine extra Herausforderung. Kein Kontakt hier. Okay, hier ist auch nichts. Gleich kommt eine Rakete. Nee, da kommt nichts. Setze die Kampfdrohne ein. Och, Digga, warum? Die Feuerkraft ist immer gut. Der mit einer scheiß Kampfdrohne. Ach, deshalb. Moin. Alter, die halten aber ganz schön was aus. Ein lieber Scholli. Aber die Dings hier ist hier aktiviert. Aber das mache ich jetzt gerade aus, denn ich erinnere mich noch dran. Die Klassentechnik-Anzeige, die habe ich aktiviert für ein Tutorial. Das weiß ich noch. Hilfsmittelinformation aus. Klassentech, oder? War das immer an? Ich glaube, die war an, ne? Nehmen wir auch aus. Klassentechnik nie. Einsatzerinnerung dynamisch und so weiter. Gut, ich glaube, der Rest ist, der passt noch. Gut. Ich sehe gerade. Haben wir hier noch? Wow. So richtig gut gelevelt ist hier auch nicht, ne? So, gut. Dann hier hoch. Ja, Golem Island hatte ich hier mit diesem Spielstand auch noch nicht entdeckt. Beziehungsweise noch nicht bereist. Deshalb, ich sehe gerade, da ist ja auch die Steuerungshinweise, die will ich auch nicht. Steuerungshinweise, die sind irgendwo da unten, oder? Ich bin zu weit, oder? Doch, Steuerungshinweise. Aus. Waren, soweit ich mich erinnere, auch wegen einem Tutorial. Aber schon ein bisschen länger her. Ich habe mit diesem Spielstand tatsächlich schon lange nicht mehr gespielt. So. Wo sind wir denn jetzt hier? So, ein Einsatz abgeschlossen, cool. Okay, wir können hier drüben... Können wir ein paar Gegner töten. 3 haben wir ja schon von den 40. Moment, die Drohne hat keinen Saft mehr. Gott sei Dank. Mann, wäre auch zu schön gewesen. Kann denn Drohne eh nicht leiden. Beziehungsweise ich kann dich nicht leiden. Wenn du dauernd deine Drohne einsetzt, obwohl ich das nicht will. Es wäre so cool, wenn man die Klassentechniken oder die
ja, die Spezialfähigkeiten, nenne ich es mal, von den KI-Kameraden, wenn man die manuell triggern könnte. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Feindlicher Hubschrauber in Deckung. Na toll. Wo ist er denn? Ich sehe keinen. Wo soll der denn sein? Ach, hier ist noch ein Biwak. Der Heli ist weg. Gebiet ist sicher. Also, bei mir kommt der erst. Ich weiß noch nicht, wo du wieder rumgammelst, aber der Heli ist, jetzt erst weg. Ich gehe noch das Biwak aufdecken, falls es noch nicht aufgedeckt ist. Und da oben kann man auch gut einen Fallschirmsprung runter zu dieser Basis machen. Oh, ist einfach so brutal heiß heute. 36 Grad war es heute. So übel. Fällt mir gerade auf. Ich habe Fenster noch aufgekippt. Also falls es gewittert, lebt damit. So, gut. Geht's. So, was haben wir denn hier? Erstmal aufklären. Hier haben wir eine Patrouille am Checkpoint. Und das war's, so wie es aussieht. Minen habe ich gerade gehört. Da patrouilliert ein Minigunner. Funkst du mich an? Ich hol Verstärkung. Irgendwo gammelt ein Funker rum. Da? Ne, gar nicht da. Stimmt, da drin. Da habe ich auch gerade noch zwei gesehen. Alles klar. Was haben wir denn hier? Oh, drei sogar. Feuer auf mein Kommando. Das Scan zeigt einen Haufen. Alles klar, Boss. Mein Ziel erfassen. Bewege mich zum Ziel. Ziel auf den Minigunner. Bin bereit, Boss. Rücke vor. Ziel erfasst. Ah, scheiße. Schwergewicht erfasst. Okay, Ghostlead. Alles sauber. Hui. Solider Arbeit. Wollte gerade zu sagen, verdammt. Eigentlich würde ich sagen, scheiße, aber wenn ich nicht mehr wusste, wen von den dreien ich markiert hatte. Huch. Denk an die stündlichen Funkmeldungen. Ja, denk an die stündlichen Funkmeldungen, während du an der Leiche vorbeiläufst. Wobei, ist gar nicht da. Cool. Pling. Okay, gut, das war schlecht. Feuer auf mein Kommando. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Scheiße, ist noch auf Cooldown. Uh-oh. Das Blöde ist, die Drohne, die entdeckt uns. Die weiß jetzt schon, wo wir sind. Oh, Schalldämpfer mal abmachen. Au. Die Scheiße denn. Ich hab den Angriffsmarkierer. Das wäre natürlich auch was. Hä, warum schießt die Drohne da unten hin? Das ist ja cool. Au! Verdammt! Auch unterstützt. Okay. Ah, verdammt. Kann mich bitte jemand wiederbeleben? Medic? Medic! Danke, wer auch immer du bist. Ich habe allen die gleiche Kleidung gegeben. Oder ähnliche Kleidung. Danke. Phew, oh mein Gott. Ja. Team, Feuer frei! Feuer frei! Verstanden, Boss! Vasili am Boden! Oh shit. Hat ja gut funktioniert.
Das hat ja hervorragend funktioniert. Ich werfe eine Handgranate! Schuss! Hilfe! Verdammt. Okay, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr hier. Ist noch jemand da, der mich wiederbeleben kann? Hallo, Fury, bist du's? So gut wie neu. Danke. Dankeschön. Noch ein Versuch. Kann sein, dass ich hier noch gar nicht genug Bandagen dabei habe. Kann ich aber ändern. Ja, sieht ganz so aus. Das habe ich ja geändert, schon vor einiger Zeit. Da 3 Bandagen halt, ja, ist... trägt halt nicht zum... zum Zuschauspaß ein. Bei. Wenn ich da rumhumpele. Und zwangsläufig sterbe. So. Ja, gut. Dann kommt mal zu mir. Und legen wir los. Wiederbelebt Vasili, genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt schon mal auf den Weg zum antiken Hafen. Der ist... ich glaube, das hier ist der antike Hafen, ne? Ich meine, das ist der antike Hafen. Sehe ich die Markierung hier im HUD? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hab ja alles ultra immersiv eingestellt. Ich Bob. Haben wir hier eine Karre? Haben wir. Wunderbar. Muss das so neblig sein? So. Alle Mann einsteigen. Alle Mann und Frau. Hallo? Komme ich mal ein bisschen entgegen. Fehlt jemand? Ach, da sind sie ja beide. So. Vielleicht treffen wir ja unterwegs noch eine Patrouille. Ist da vorne gerade eine? Ja, da ist gerade eine. Für die blöden Schüsse aus der Hüfte. Habe ich hier einen Laser drauf? Ja. Wobei mir den Laser ja gar nichts nützt. Tja. Ah, mit der Tarnung wäre das so einfach. Wäre so einfach mit der Tarnung. Mal gucken, das sind sogar nur Sentinels. Auf mein Kommando. Roger, bringe mich in Stellung. Hier ist tote Hose, Leute. Ja, hier ist auch alles sauber. Bam. So, das haben wir geschafft. Gut. Prima. Dann jetzt ab ins Auto und Richtung antiken Hafen. Oh mein Gott, hier sind ja die... Schalldämpfer kannst du unentdeckt bleiben. Das sind die Dinger noch aktiv. Die Azraels. Nein, sind sie nicht? Azraels sind aus? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich habe hier noch diesen Widerstand-Event-Parameter an. Ich bin immer wieder perfekt vorbereitet. Bin perfekt vorbereitet. Absolut perfekt vorbereitet. Na gut, komm, damit können wir leben. Danach muss ich nur dran denken, das umzuschalten. Alle Mann einsteigen. Alles gut. Die Azrael ist weit genug weg. Guck mal, es ist so dunkel schon. Trotzdem machen die... Das macht halt gar nichts aus, die Scheinwerfer. Das ist so eine dumme Mechanik. Ich weiß nicht, warum konnten die nicht einfach Licht einbauen? Das ist so dämlich einfach.
Da haben. Ach komm, scheiß drauf. Ich hab den feindlichen Funke erwischt. Wunderbar. So, schauen wir mal, ob wie es bei meiner Golem Island Orientierung, wie es damit aussieht. Oh mein Gott. Heieiei. So, wir müssen auf dem richtigen Weg sein. Ich traue mich nicht auf die Karte zu gucken, aber wir müssen auf dem richtigen Weg sein. Ja, jetzt kann man das Licht sehen, ne? Aber wie gesagt, es hat einfach... Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Yay, level up. Ich glaube, ich bin verletzt. Da hinten ist der antike Hafen. Frage ist, wie komme ich da rüber? Ah, so. Okay. Oh, shit. Ja, lass doch einfach direkt die Autos explodieren. Warum auch nicht? Ich hoffe, das sind keine Minen. So, erstmal verarzten, falls notwendig. Nein. Nee. So, ich habe... Na gut, ja, ich muss dafür nicht entdeckt werden, ne? Also eher das Ding hier. Oder das hier. Ach du heilige Scheiße. Muss ich die töten? Nee. Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel erfassen. Okay. Auf dein Zeichen, Ghostblade. Ziel ist im Fadenkreuz. Feuer frei? Alles sauber. Sie sind tot. Rock'n'Roll. Hat das gezählt? Weiß ich nicht. Es waren zwei auf jeden Fall. Gehe auf Nachtsicht. Viel zu hell. Ja. Ich setz beide auch auf. Was haben die denn da für Lampen? Scheiße. Ich hab den Schalldämpfer vergessen. Heute funktioniert ja alles. Nichts Verdächtiges gesehen. Habe ich nichts. Setze die Nachtsichtbrille auf. Das mache ich auch. Viel dazu. Oh shit. Alter, das ist so dumm, dass man auch die ich schalte auf Nachtsicht die IR-Lampe nicht ausschalten kann. Okay, war's das? Sieht so aus, ne? Weiter geht's. Da haben wir einen. Phänomenal. Läuft einer. Der ist so ultra hell einfach. Nachtsicht an. Da ist einer. Das ist ein Minigunner. Jungs! Ich glaube, wir haben Besuch. Ich schätze mal, die ja, mach mal, Fury. Das ist gerade wirklich... Das ist wirklich einer. Ich habe mich nicht getraut zu schießen. Okay. Feuer auf mein Kommando. Roger, Zielannäherung. Mein Ziel erfassen. Roger, bewege mich zum Ziel. Scharfschütze in Sicht. Feuer auf mein Kommando. Zeit für die Nachtsichtbrille. Das war's. Wir haben alle erwischt. Gut gemacht. Ich weiß halt nicht, ob diese Mutantschüsse überhaupt zählen, ne? So geht das, Boss. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ärger im Anmarsch. Ja, lass uns ein bisschen zurückfallen.
So. Gehe auf Nachtsicht. Geht halt nichts über die Wärmebild, ne? Nachtsichtbrille an. So. Warten wir. Ach du Scheiße, nee. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ein Funker. Nachtsichtbrille aktiviert. Setze die Nachtsichtbrille auf. Nachtsichtbrille aktiv. Volltreffer, Baby. Ist das ein Feind? Weiß es nicht. Nee, ist es nicht. Okay. Ich traue mich das auch nicht, den Kameraden Befehle zu geben. Denn sobald man denen Befehle gibt, sind die sichtbar für die Feinde. Gott. Guck mal. Siehst du, weil hätte ich jetzt einen Befehl gegeben, hätte er den gesehen. Wir haben Gesellschaft bekommen. Oh nee. Oh mein Gott, nein. Nein! Warum bin ich? Ach du Scheiße. Fuck! Wir werden ein blaues Wunder erleben. Das sollte Schaden anrichten. Das war's. Der Bunker ist jetzt eliminiert. Ich hab keinen. Verdammt. Ich hab keinen. Ihr wisst schon was. Raketenwerfer in der Schnellauswahl. Bin da. Ein bisschen den Lack zerkratzt. Weiter, genau. Ja, natürlich, konzentrier dich nur auf mich, nicht auf die auf die schießen, genau. Eieiei. Wahrscheinlich kommt auch noch jeden Moment meine Essensbestellung an. Das wäre. Oh, natürlich sind wir halt nicht mehr nicht entdeckt. Eigentlich können wir das hier ab. Mein Essen ist da. So, neuer Tag, neues Glück. Versuchen wir das Ganze noch einmal, aber es ist jetzt wieder hell. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich lasse es mal. Ich lasse es mal dabei. Und ja, schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Auch wenn die Tarnung jetzt nicht mehr ganz passt. Das ist ja beim letzten Mal nicht so gut gelaufen. Und dann kam auch noch mein Essen. Der leckerste Döner, den ich je gegessen habe. Ohne Witz. Oh mein Gott. Ups. So, ist jetzt seit der letzten Aufnahmesession 2 oder 3 Tage her. Also, ja, alles wieder frisch. Fahren wir erstmal wieder hin. Können ja vielleicht unterwegs ein paar Leute überfahren oder so. Zählt das als Töten? Bei mir ist 22. Welcher ist der Funker? Der rechte, ne? Sieht so aus. Ja. Ich überfahre den, der ist tot. Aber es zählt nicht als Töten. Okay. Ach gut, muss ich hier schon rein? Ne, die nächste. Interessant, dass Überfahren nicht als Töten zählt. Ob das in echt auch so ist? War ja keine Absicht, war ja ein Unfall. Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Da hinten ist der antike Hafen. Oh nein! Keine Lust auf Scherereien jetzt. Laufen wir den Rest, oder? Also wenn ich Gegner von hier aus töten würde. Ein Fernglas dabei? Nee, natürlich nicht. Wenn ich von hier aus da hinten Gegner... Ist das überhaupt der antike Hafen? Oh, ja, ist er. Wir haben Gesellschaft.
Wenn ich von hier aus Gegner töte, die da rumgammeln, müssten ja eigentlich auch zählen. Hm? Ach, jetzt wollte ich gerade die Tarnung aktivieren, aber die habe ich ja gar nicht. Nein. Einer steht da und einer steht da, ungefähr. Es schaffen, ich bezweifle es. Töten Sie 12 Gegner, ohne entdeckt zu werden. Ich will ihn jetzt nicht töten, weil ich Angst habe, dass der andere das dann sieht. In den Busch. Oh nein, es ist kein Tarnungsbusch. Doch, es war ein Tarnungsbusch. Das hier auch. So, der andere steht da hinten. Feuer auf mein Kommando. Gute Arbeit. Kann losgehen. Feuer auf mein Kommando. So ein Dreck. Wir sind schon ewig hier draußen. Wir sind deutlich in der Überzahl. Nichts. Aufpassen. Bin schussbereit. So oder so bezahlt. Alles sauber. Sie sind tot. So, das waren drei. Gut geschossen. Da oben sind fünf. Geh mal die andere Seite rum. Wo läuft er denn hin? Ah, der geht absichern. Cool. Servus. Schön, dass du auch da bist. Im Rücken zum Feind. Aufpassen, dass die Drohne nicht entdeckt wird. Ist da unten wirklich kein Gegner? Das glaube ich nicht. Es sind noch nie im Leben alle oben. Da ist einer. Das ist der Einzige? Sieht so aus. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, danke, Fury. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Also ich finde ja immer noch, der Cooldown ist ein bisschen niedrig. Für den Scan. Einer. Also macht dann vier. Also der ich meine den Cooldown von Furys Fähigkeit ein bisschen niedrig, aber ich habe das Ding auch. Und da oben. Shit, Feuer auf mein Kommando. Feuer auf mein Kommando. Shit. Feuer frei. Wir haben dann sieben. Reichen hier nochmal groß. Ach, guck mal, die kann schon wieder scannen, einfach. Das ist einfach nicht richtig. Weißt du was? Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel erfassen. Feuer auf mein Kommando. Drei markiert. Wären dann 10 insgesamt. Feuer frei. Alle tot. Rock'n'Roll. Man, ja, 10. Ich hoffe, das zählt auch. Elf. Zwölf. Das waren eigentlich 12, wenn ich mich nicht verzählt habe. Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel erfassen. Feuer frei. Hat er den gar nicht gemacht? Naja, gut gemacht. Aber es hat nicht gezählt. Ja, moin. Nein! Die werden ihr blaues Wunder erleben. Warum? Du Spacko! Also eigentlich. Hey, die haben die Teamkameraden entdeckt, oder was? Ich sitze hier schlecht.
für einen Raketenwerfer. Aktiviere den Scanner. Ja, mach mal. Shit. Sei vorsichtig. Feuer auf mein Kommando. Geh in Stellung. Mein Ziel erfassen. Brauche freie Schusslinie. Mein Ziel erfassen. Bewege mich auf Feind zu. Ich bin schussbereit. Feuer frei. So, das waren die. Dann ist kein Gegner mehr da. Alter, wie viel hält denn der Generator aus? Oder ist die ACR allerdings ein bisschen schwach auf der Brust? Tja, muss ich die wohl selbst ausschalten, ne? So wie es aussieht. Aber hier sind jetzt keine Gegner mehr, das heißt, wir müssen respawnen. Mist, die wissen Bescheid. Ja, die wissen jetzt Bescheid, ja, das ist ja schön, aber... Na komm, ich spreng mich in die Luft und gut ist. So, da sind noch wieder Gegner da. Dann heißt das also, unentdeckt heißt auch, dass keine Körper gefunden werden dürfen, oder wie? Ich meine, wir an und für sich wurden ja nicht entdeckt, bis der Heli kam. Oder sehe ich das falsch? Ich will die Tarnung. Jetzt sollte ich mal schnell den Anfang von Motherland spielen, damit ich die Tarnung kriege. Roger, Roger. Wird ja auch mit gezückter Pistole hingehen und alle mit dem Dingenschuss da, dem Reflexschuss töten. Mist. Wir scheinen nicht mehr aufzupassen. Zwei. Wohl, dass wir weg sind. Zählt das? Ich hoffe. Ich scanne die Umgebung. Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Da sitzt einer. Da steht wir einer. Sind stark in der Unterzahl. Vorsicht. Gutes Ding, Ghost Lead. Zwei. Sehe ich leider nicht. Moin. Das mache ich auch. Immer mit zwei. 4-5 war das, ne? Es hilft mir, klar, aber. Das Scan zeigt einen Hauptfeind. So, da hinten haben wir da 2, da oben 3, 4. Phänomenal. Nicht mehr mitgezählt, aber müssten 7 sein. Nee. 8 müssten sein, gell? So. Fury, kannst du wieder oder bist du noch da unten sitzt einer, okay.
Und oben waren es 4, ne? Ich will halt jetzt niemanden einfach so angehen. Kann ich wieder? Nee, ich kann auch nicht wieder. Ich will halt nicht, dass jemand eine Leiche entdeckt oder so. Wo ist der? Ziemlich gut. Es müssen dann 9 gewesen sein. Scanne das Einsatzgebiet. Danke, Fury. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Wir haben nur oben Gegner noch. Unten ist nix. Ich muss da hoch. Gut aufpassen. Da sind eine Menge Feinde auf dem Scan. Ein Minigunner. 2 Einheiten direkt hier. Na da, okay. Echt aufpassen, dass ich da nicht entdeckt werde. Beziehungsweise, dass niemand sieht, wenn jemand anderes umfällt. Direkt da oben, oder? Da. Steht auch alleine dort. Wenn ich da hochklettere, muss ich den eigentlich ausschalten können. Ich verschaffe dir einen Überblick. Danke. Alles klar. Was haben wir denn hier? Da unten ist einer. Und da hinten. Das ist zu viel Scheiße. Keine besonderen Vorkommnisse. Hier ist auch niemand zu sehen. Wow. Was war das denn, verdammt? Nun steh schon auf, Mike. Fuck. Ich geh in Deckung! Oh, wir haben's. Wir sind Level 11. Nice. Okay, jetzt habe ich bestimmt schon ein paar Kills fürs nächste gemacht. Nee, tatsächlich nicht. Okay, gut, dann. Nice.